Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ja, und zwar, in der letzten Folge haben wir Astrids Koffer an uns genommen, genau an dieser gleichen Stelle, wo wir jetzt sind. Ich muss jetzt hier das Zeug nochmal einsammeln, denn das Ganze verhält sich so, es speichert immer unterschiedlich das Spiel. Beziehungsweise es speichert nicht unterschiedlich, es speichert eigentlich nur, wenn man schläft. So, Kleidung, das haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Wir ziehen uns jetzt auch mal die Kleidung gleich mal an. Und wie das mit dem Speichern ganz genau ist, werde ich dann nochmal drauf eingehen am Ende dieser Folge, denn das wird wichtig sein. So, dann haben wir hier unsere Jacke. Die ist momentan gefroren, wir ziehen sie trotzdem mal an. So, die bringt uns momentan noch nichts, weil sie eben gefroren ist. Die wird jetzt allerdings dann langsam auftauen. Spätestens wird sie auftauen, wenn wir dann dementsprechend... Na, wieso habe ich denn jetzt kein Fadenkreuz mehr auf einmal? This carcass could save my life. This doesn't look too good, but what choice do I have? Das ist jetzt in Englisch. Okay, wahrscheinlich noch ein Übersetzungsfehler. So, wir nehmen einmal das Fleisch hier raus und dann gehen wir einmal auf Zerlegen. Das kostet uns jetzt natürlich extrem viel Wärme und wir sterben hoffentlich nicht bei dem Versuch. So, wir haben 3,5 Kilo Fleisch rausgeholt. Wir sind rohes Fleisch. Alles Essbare kann dich töten. Wieso? auch wenn der Hunger dich plagt. Rohes Fleisch zu essen ist meist keine gute Idee. Gut, das ist auch im normalen Leben so. Koche es über einem Feuer, um Lebensmittelvergiftung oder Parasiten zu vermeiden. Okay, Lebensmittelvergiftung weiß ich, dass es die gibt. Da geht es uns dementsprechend schlecht, aber Parasiten habe ich noch nie gehabt. Gegartes Fleisch hält zudem länger und lockt weniger Raubtiere an. Das heißt, wenn wir rohes Fleisch bei uns tragen, sind wir ein Leckerbissen für Wölfe oder auch für Bären beispielsweise. So, im Rucksack selbst, wieso kann ich denn den überhaupt nicht plündern? Gut, wir müssen jetzt sowieso, unsere Aufgabe ist es jetzt wieder zurück in die Höhle zu gehen, wieder natürlich ein Feuer zu machen, Fleisch zu garen und zu essen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall auch mal tun. Hier liegt wieder ein bisschen Zedernholz auch rum, sehe ich gerade. Zumindest haben wir das auf jeden Fall noch nicht eingesammelt. Das können wir gut gebrauchen, denn gerade das Fleischgaren wird ein bisschen Zeit brauchen. Oh, unser Feuer, es brennt sogar noch. Sehr schön, 3 Minuten Brennstoff hinzufügen. Dann muss ich mir, spare ich mir das Ganze mit dem Anmachen. Sehr schön. So, wir gehen hier oben auf Essen, geschmackloses Reh und gehen auf Garen. Das wird eine Weile dauern. Es sind 10, 15, ungefähr 15 Minuten pro Fleisch. Das garen wir allerdings einmal komplett durch. Wir werden Zedernholz notfalls nochmal nachlegen. Ja, eins können wir noch garen, aber wir hauen uns erstmal, ein bisschen brennt ja unser Feuer noch. Wir hauen uns jetzt erstmal das Fleisch rein. So, und zwar allerdings natürlich frisches Reh gegart. Es kann nämlich durchaus vorkommen, dass man sich aus Versehen mal ein rohes reinpfeift und ja, ist eher schlecht. So, Brennstoff hinzufügen. Die garen wir auf jeden Fall noch durch, denn das Tutorial, also wir sind momentan ja noch im Tutorial selbst drin. Das Tutorial wird dann allerdings gleich in die Story übergehen und alles, was wir da im Tutorial bei uns haben, ist auch in der Story normalerweise dabei. So war es, glaube ich, zumindest. Ist schon ein bisschen her, seitdem ich das gespielt habe. Aber ich glaube, das müsste so passen. So, wir schmelzen uns auch nochmal 1,5 Liter Schnee auf jeden Fall und werden das Ganze auch zu Trinkwasser verarbeiten. Denn wir sind auch kurz vorm Verdursten. So, Wasser kochen. 1,5 Liter kochen. So, das Feuer müsste auf jeden Fall noch reichen. Warm ist uns auf jeden Fall wieder. So. Dann einmal trinken. So, dann Essen können wir auch über das Kreismenü selbst. Essen haben wir hier. Guard. Dann hauen wir uns einmal das rein. Hauen uns gleich noch eins rein. Ich glaube, wir müssen uns voll machen, komplett. Tagebuch. Mission aktualisiert. Prüfe, ob du stark genug bist, um aus der Schlucht zu klettern. Untersuche die Schlucht. Okay, das werden wir auf jeden Fall mal tun. Und zwar... stark genug, um rauszuklettern. Wir haben hier eigentlich alles eingesammelt, was wir einsammeln könnten. Wir könnten noch den einen oder anderen Karton hier zerlegen. Das gibt uns ein bisschen Zunder. Das dauert... Na komm, wir machen es. 9 Minuten, das geht. Wir frieren zwar wieder. Allerdings gerade zum Feuer machen ist das nicht schlecht. So. Kannst du nur hier nicht über den Baumstamm drüber rennen? Oder kannst du allgemein nicht rennen? Sieht doch fast so aus, wie wenn ich mich wirklich nochmal hinlegen müsste. So, und zwar, wir werden uns hier hoch...
Wir probieren es mal, aber ich glaube, wir stürzen ab. Bingo. Hagebutten. Nutze natürliche Schmerzmittel. Nutze Mutter Natur als Medizinschrank. Bereite Hagebutten zu und koche sie in Wasser, um einen schmerzstillenden Tee herzustellen. Halte die Augen nach anderen Heilmitteln aus der Natur offen. Bingo. Wir müssen nämlich jetzt die Hagebutten einsammeln. Ach komm. Geheilt verstauchter Knöchel. Wie jetzt, das war's? Ich habe gedacht, ich muss extra Tee kochen. Hack Nummer 5. Ich fühle mich stärker heute. Ich denke, ich kann jetzt hier rausgehen. Ich glaube, ich kann jetzt klettern. Das ist sehr schön. Allerdings, die Frage stellt sich, er ist da oben zusammengebrochen. Wie um alles in der Welt ist in die Höhle gekommen? Oder ist er Schlafwandler? So, Wissen. Dein Wissen kann dich retten. Ja, normalerweise schon. So, wenn du durch deine eigenen Taten oder die Interaktion mit anderen Personen mehr über die Welt erfährst, schaltest du Wissen zu Personen, Orten, Gegenständen und Aktionen frei. Noch tieferes Wissen sammelst du, indem du das Vertrauen anderer Überlebender auf deinem Weg gewinnst. Schlage dieses Wissen jederzeit in deinem Tagebuch nach. Okay. So, jetzt war gerade ein Speichervorgang. Wir schauen mal nach. Deine Hand fühlt sich stärker an. Zeit, aus der Schlucht zu klettern. Sehr schön. So, wir haben nach wie vor hier nichts. Keine NPCs. Personen, Orte, Dinge, Aktionen haben wir alles noch nicht. Wir haben Sammelgegenstände. Haben wir den Koffer von Astrid. Und Notizen haben wir nichts. So, dann schauen wir einmal. Hier ist aber links nichts mehr, was wir jetzt einsammeln könnten. Und wir klettern jetzt dann einmal aus der Schlucht raus. Und dann beginnt eigentlich jetzt dann so ziemlich das eigentliche Spiel. Somit haben wir das Tutorial mehr oder weniger abgeschlossen. So, retten kann ich mittlerweile auch. Sehr schön. So, wir nehmen natürlich noch die Hagebutten mit. Das Reh haben wir eigentlich soweit ausgenommen. Und dann klettern wir einmal den Berg hoch. Diesmal ohne runterzufallen. So, sehr schön. So, die Hagebutten nehmen wir mit. Dann schauen wir einmal ganz kurz nach unserer Kleidung. Und zwar unsere Jacke hat sich jetzt... Nee, ist immer noch gefroren. Jetzt hätte neben das Feuer legen müssen, wahrscheinlich. Egal. So, wir nehmen noch ein paar Hagebutten auf jeden Fall mit. Die helfen uns nämlich auch weiter. Es ist sowieso sinnvoll, es ist ein Survival-Spiel, wenn man wirklich alles einpackt, was man irgendwie in den Finger kriegt. Man hat ja die Begrenzung, damit man nicht unendlich viel tragen kann. Da werde ich dann später drauf eingehen, wenn wir so langsam an das Limit kommen. Momentan finden wir noch nicht wirklich viel Zeug, das wird sich allerdings im Spielverlauf extrem ändern. Und da können wir nicht alles mitschleppen, sondern wir müssen viel Zeug auch zurücklassen. So, diesmal schafft das. Jo, wir schaffen das. So. Dann nehmen wir das noch mit und klettern weiter. Die Hagebutten sind natürlich nicht schwer, davon können wir ewig viele mitnehmen. Stecken wir uns notfalls in die Tasche. Finally made it. So, wir sind oben. Und aus der Schlucht raus. Sehr schön. So, wenn man natürlich rennt, man sieht es dann hier unten, dementsprechend nimmt schneller die Müdigkeit zu und man verbrennt auch mehr Kalorien, was letztendlich dazu führt, dass man eben mehr Nahrung braucht und auch mehr Wasser dementsprechend braucht. Das heißt, es ist durchaus eine sinnvolle Idee. Still wearing it. Huh? Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I mean, I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher? Dr. What's his name? No.
No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? There must be signs of Astrid around here somewhere. So, Kapitel 2, Astrids Spuren. So, langsam kommt Licht ins Dunkel und zwar, Astrid ist unsere Frau, oder Astrid, ich sag Astrid, ist unsere Frau, beziehungsweise war unsere Frau und ja, anscheinend haben wir irgendwas getan, was uns letztendlich auseinandergebracht hat und wir werden da noch ein bisschen was dazu erfahren auf jeden Fall. So, wir sind abgestürzt, wir müssen jetzt erstmal Astrid suchen und hier ist unser Flugzeugwrack und ja... Astrid ist aber nach wie vor nicht da. Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. So, wir sammeln auf jeden Fall erstmal ein alles, was wir hier finden, denn es sind so die Grundnahrungsmittel, mit denen wir hier ausgestattet werden. Und gerade auch so ein bisschen Holz und so weiter nehmen wir natürlich gerne mit, denn wir werden noch das ein oder andere Lagerfeuer auf jeden Fall brauchen. So, Stöcke nehme ich deswegen auch ein paar mit. Allerdings, ich habe es ja schon gesagt, wir dürfen uns nicht überladen mit dem Ganzen. Wir schauen einmal kurz in unser Inventar und zwar haben wir es hier oben stehen. Wir haben 15,47 von 30 Kilo, die wir tragen können. Wir können weit mehr als 30 Kilo tragen. Also wenn wir da 40 Kilo drin haben, ist auch kein Problem. Wir können uns noch bewegen. Allerdings bewegen wir uns dann langsam und können nicht mehr sprinten beispielsweise. Was natürlich extrem schlecht ist, wenn man gerade vor irgendeinem Wolf wegrennt. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen und deswegen kann man da wirklich nicht alles mitnehmen. Am Anfang, klar, wir nehmen jetzt sowieso erstmal alles mit. So, die nehmen wir auseinander, können was drin liegen. Jetzt haben wir allerdings natürlich wieder das Problem. Ah, eine Weste, Socken und Holz. Das uns, ja, uns wird gerade wieder richtig, richtig kalt. Ah, und ein Stofffesten von Astrid. Sie definitiv passt durch hier. Not in a hurry. Sprinten, renne um dein Leben. Mit einem schweren Rucksack durch den Schnee. Na, haben wir es sogar schon. Mit einem schweren Rucksack durch den Schnee zu stapfen ist beschwerlich. Aber manchmal muss man einfach rennen. Sprinte, um Tieren auszuweichen, dünnes Eis zu umgehen oder schnell zu einem Unterschlupf zu gelangen. Beachte jedoch, dass Sprinten mehr Kalorien als Gehen verbraucht. Deine Sprintausdauer hängt davon ab, wie sehr dich deine Kleidung einschränkt. Es dauert eine Weile, bis deine Sprintausdauer wiederhergestellt ist. Also nutze sie weise. Heißt, man sollte wirklich in dem Spiel mehr oder weniger gemütlich durch die Gegend wandern, als dauerhaft zu sprinten. Ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch auf dieser Welt, also ich bin wirklich eigentlich mehr der, der trotzdem sprintet, obwohl man es nicht tun soll. Und halt lieber meinen Sprint, das Sprinten am Minimum. So, Unterkühlungsrisiko, okay. Das heißt, wir müssen uns so langsam dann wieder ein Feuerchen machen. Wir sprinten mal eine Weile hier los. So, wir sammeln nach wie vor, oder wir kommen nach wie vor an Stofffetzen vorbei. Das zeigt uns so ein bisschen den Weg. So, Steine. Wer gut zielt, leidet nie Hunger. Wirf kleine Steine nach Kaninchen, um sie zu betäuben. Rüste sie dazu aus. Was rüste sie dazu aus? Triff damit ein Kaninchen und schnappe es dir dann. Solange es betäubt ist, wenn man es töten kann, kann man es auch essen. Cooler Spruch. Ja, das mit den Steine werfen auf Kaninchen, ich hasse das. Also ich bin da so dermaßen schlecht drin, dass jeder Schuss letztendlich reines Glück ist. Bei mir, wenn ich da überhaupt mal irgendwas treffe.
Wir werden es nichtsdestotrotz trotzdem mal probieren. So, und zwar können wir hier Steine ausrüsten. Und diese Steine können wir dann auch schön werfen. Jedoch ein Kaninchen zu treffen ist... Ja, wie gesagt, also bei mir ist es reine Glückssache. Okay, für alle Tierliebhaber, bitte einmal kurz wegschalten oder um 10 Sekunden weiterspringen. Das war's. Ja, brutales Spiel. Wir müssen überleben, hilft alles nichts. Und ja, wir können nur überleben, wenn wir halt dementsprechend, ja, uns von Tierchen ernähren. So, wir haben Erfolgschance von 75%, wenn wir das, na, wir nehmen das Zedernholz. Und wir nehmen die Birkenrinde. Dann schauen wir mal, ob wir das Feuer ankriegen. Wenn wir das Feuer angekommen haben, werde ich mal versuchen, meine Jacke dort aufzuwärmen. Und wir werden uns auch das Kaninchen dementsprechend grillen. Wir haben zwar jetzt ein bisschen was an Essen eingesammelt, das wird allerdings nicht lange reichen. Und wir müssen uns dann auch wieder auf den Weg machen. Also das heißt, wir können jetzt hier nicht ewig bleiben, sondern es ist nur eine kleine Zwischenstation. Wieso hier übrigens Feuer liegt und auch Zedernholz beispielsweise und ein Zunderbündel, das hier ist Astrid auch gewesen und hat kurz mal Rast gemacht. Thank goodness for that. So, Brennstoff hinzufügen. Dann haben wir ein totes Kaninchen. Das müssen wir allerdings, glaube ich, erst auseinandernehmen. Kann das sein? Zerlegen. Einmal zerlegen und zwar nehmen... 1,3 Kilo, das ist mal ein fettes Kaninchen. So, wir stehen neben dem Feuer, werden wir das Ganze zerlegen. Das war durchaus beabsichtigt, denn so frieren wir nicht. So, dann haben wir das Kaninchen einmal komplett zerlegt. Wir haben noch 26 Minuten Feuer, da hauen wir nochmal nach. Und wir garen natürlich auch dann gleich. Ich glaube, ich werde noch... Ja, ich werde definitiv nochmal Feuerholz nachlegen müssen durch das Ganze. Und wir fertig garen können wir es auf jeden Fall erstmal. Dann ziehen wir uns das auch gleich rein. Wir brauchen ein bisschen was zu trinken und wir brauchen ein bisschen Nahrung. Müde sind wir noch nicht, das heißt, wir können dann eigentlich gleich weiterziehen. So, dann schauen wir einmal und zwar gefroren 16%. Wir tauen so langsam auf. Wir können das auch neben dem Feuer anlassen, so wie es aussieht. Dann machen wir das auch. So, dann hauen wir uns einmal das Kaninchen rein. Das bringt jetzt nicht so viel, also man sieht es nicht, weil der Schnee im Weg ist. So, machen wir mal so. Das Ganze hat 495 Kalorien, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Denn wir sind bei, ich glaube, 2000 braucht der pro Tag, irgendwie sowas. Wir müssen uns das nachher nochmal anschauen. Wir sammeln erstmal das Zeug ein. Wie lange brennst du noch? 12 Minuten. Ah, wir legen nochmal nach. So, dann... Naja, das hauen wir uns nicht rein, wir trinken mal einen Schluck. Wir trinken Limonade, die bringt nämlich gleichzeitig Wasser und Nahrung nach oben. So, dann füllen wir uns hier nochmal auf. Das mit dem Kaninchen war jetzt natürlich mal wieder super. Ich habe gesagt, ich treffe die Dinger, ich treffe sie wirklich normalerweise nie. Und das war der erste, beim ersten Wurf gleich getroffen. Ja, so kann es auch gehen. So, dann schauen wir einmal. Uns geht's gut, wir haben keinerlei Leiden, unsere Temperatur steigt. Wir sind nach wie vor etwas hungrig. Unsere Jacke taut weiter auf. Wir sind jetzt bei 6% gefroren und wir kriegen so langsam kriegen wir einen Bonus von 0,6 Grad. Es schützt nicht gegen Wind und wir sind noch 30% schützt es gegen Nässe. Und wir kriegen 3% Rüstung dadurch. So, dann haben wir hier noch eine Weste, die können wir auch mal anlegen. Die gibt jetzt immerhin schon, die ist noch nass im Moment, gibt aber schon plus 0,2 Grad. Allerdings hat sie auch nur eine Haltbarkeit von 20% und hier unsere Jacke hat nur eine Haltbarkeit von 68%. Wir werden in dem Spiel später dann natürlich auch Flickwerkzeug finden und können unsere Kleidung auch dementsprechend reparieren. So, die Socken können wir auch schon mal anziehen. Die geben uns immerhin auch schon Wärme, obwohl sie noch nass sind. Und je länger wir jetzt hier neben dem... Okay, natürlich neben dem Feuer stehen, nicht im Feuer stehen. Gott, Verbrennung. Das war ein Fehler an die... Biotika brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Verband. Wir legen mal einen Verband an. Wir haben leider jetzt keinen Oh, wobei, wir haben Hagebutten. Schmelzen? Nein, das auch nicht, da auch nicht. Wo kann ich denn das herstellen? Ich hab doch Hagebutten. Wo sind die denn? Hier haben wir sie. Kann als Tee zubereitet werden, der
Schmerzen lindert. Wo kann ich das als Tee zubereiten? Trinken, ablegen. Okay, das ist klar. Wie kann ich denn den Tee zubereiten? Hier geht's nicht. Hier geht's auch nicht. Das sind nur Waffen. Lageraktion, warten, Feuer machen. Bei Erste Hilfe auch nicht. Muss hier irgendwo müsste ich doch den Tee dann dementsprechend kochen können. Im Lagerfeuer geht's leider auch nicht. Wir können nochmal Schnee schmelzen. Jetzt schmelzen wir noch einen Liter. Vielleicht kann ich mit dem Wasser. Wobei, wir haben noch Wasser dabei. Damit müsste es dann eigentlich funktionieren, oder nicht? Wasser kochen, Wasser reinigen. 21 Minuten haben wir noch. Wir sind dann auch wieder komplett aufgewärmt. Das heißt, wir werden jetzt dann weitergehen. Allerdings, für diese Folge war es das dann erstmal wieder. Das war die zweite Folge von The Long Dark. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Es wird spannend bleiben, das Ganze. Ich verspreche es, wir werfen jetzt nochmal einen Stein auf Kaninchen. Wenn das jetzt nochmal klappt, raste ich aus. Nee. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Okay. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid. Und wir werden dann dementsprechend hier weitermachen. Und schauen, wo wir noch so landen und was wir noch so alles einsammeln können. Ich sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge.